Was die aktuelle Situation an den Börsen so schwierig macht, ist aus meiner Sicht, dass man auf zwei Ebenen denken muss. Die erste Ebene ist, dass wir jetzt eigentlich geldpolitisch, und das ist ja der wichtigste Faktor an der Börse, nämlich der monetäre Faktor, eine deutliche Aufhellung der Situation für die Aktienmärkte haben. Das ist Punkt 1. Aber Punkt 2 ist, wir sehen an den Zahlen der US-Tech-Konzerne, wie schwach die Wirtschaft der USA wirklich ist. Dementsprechend müssen diese Tech-Aktien wohl diesen Abschwung der Wirtschaft noch einpreisen. Deswegen ist aus meiner Sicht noch eine Abwärtswelle vor uns stehend, weil eben die Märkte diese schlechteren Aussichten auch für die Unternehmen einpreisen, bevor wir dann uns stärker wieder fokussieren können auf den entscheidenden, wichtigsten Faktor, nämlich den monetären Faktor. Und da hat sich die Lage deutlich aufgehellt. Wir sehen fallende Renditen, wir sehen einen fallenden Dollar. All das ist ja eigentlich das, was die Aktienmärkte brauchen. Aber wie gesagt, kurzfristig haben wir noch Gegenwind. Schauen wir uns hier mal etwa die Zahlen von Alphabet an. Gestern sowohl Umsatz als auch Gewinn schwächer als erwartet, vor allem die YouTube-Werbeumsätze geringer. Und hier hat der CFO, also der Finanzchef, gesagt, es gibt ein Pullback bei Werbeausgaben. Und das ist natürlich auch ein Zeichen für eine schwächere Wirtschaft. Die Werbetreibenden werden zurückhaltender. Wir sehen, dass die Google-Aktie maßgeblich auf die Nüsse gekriegt hat, deutlich nach unten gegangen ist. Und hier eine wichtige Beobachtung von Joseph Carlson, der sagte, Google hat in den letzten drei Monaten 13.000 Leute eingestellt, 36.000 im Gesamtjahr. Und wir haben praktisch jedes Quartal werden von Google 10.000 neue Leute eingestellt. Man weiß eigentlich gar nicht für was. Und viele sagen ja, diese Tech-Firmen, die sind ja unendlich skalierbar. Aber hier sehen wir, dass das offenkundig nicht der Fall ist. Die werden immer dicker, die bekommen immer mehr Mitarbeiter, aber die Zahlen werden nicht besser. Nicht so wirklich besser. Das Wachstum verlangsamt sich ganz, ganz schnell. Headcount grows like clockwork. Also die Mitarbeiterzahl ist schneller gewachsen als eigentlich die Fundamentals der Unternehmen, und das muss wahrscheinlich noch eingepreist werden. By the way, will jetzt Elon Musk bis Freitag wohl die 44 Milliarden Dollar aufbringen, um Twitter zu kaufen. Mal sehen, was da die Mitarbeiter sagen, ob es da einen Massenexodus gibt. Aber das ist der entscheidende Punkt. Die Tech-Firmen sind nicht immun gegen einen Abschwung der Wirtschaft. Das zeigt sich auch bei Microsoft, die etwa gesagt haben, naja, wir müssen ja, um die Cloud anbieten zu können, und das ist ja das Hauptgeschäft inzwischen nicht nur von Microsoft, sondern vor allem von Amazon, da müssen wir natürlich viele Server laufen haben, und die Energiekosten sind deutlich gestiegen. Das ist auf ein zentraler Faktor, steigende Kosten auch für die Tech-Konzerne auf der einen Seite. Auf der anderen Seite deutlich schwächere Nachfrage nach PCs. Dementsprechend, obwohl die Zahlen eigentlich ganz gut aussahen bei Microsoft, sehen wir auch, dass die Aktie 7% fällt, vor allem weil eine schwache Guidance gegeben wird, also ein schwacher Ausblick gegeben wird. Man hat Sales Growth um 5% Erwartung gesenkt. Also wir sehen, die Unternehmen spüren diese abschwächende Wirtschaft, und dafür waren die Kurse ja noch ziemlich ordentlich bei den großen Unternehmen, die ja im Nasdaq 100 hier gelistet sind. Und hier sehen wir, wir haben ziemlich genau die 50-Tages-Linie jetzt erreicht beim Nasdaq, und wir haben eben auch ein Niveau erreicht von Anfang Oktober, und jetzt sehen wir diesen Rücksetzer, und das kommt nicht ganz zufällig in diesem Chart von Capital.com. Warum, will ich Ihnen zeigen, meine Damen und Herren. Zunächst mal sehen wir hier schon mal beim Nasdaq 60-Minuten-Chart oben im RSI schon ziemlich weit gelaufen, diese ganze Geschichte. Dennoch könnten wir, wenn wir jetzt einen Rücksetzer sehen, entweder ein höheres Tief erleben, also dass wir nicht so weit fallen, wie wir kürzlich im Tief gewesen sind, Mitte Oktober, 13. Oktober, sondern vorher nach oben drehen, oder wir machen wirklich nochmal ein neues Tief, hätten aber dann in diesem Chart von Ron Walker die Chance, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter zu bilden, und das würde bedeuten steigende Kurse. Aber es ist eben auch kein Zufall, dass hier Schluss war. Hier sehen wir mal den S&P Technology
Bullish Percentage Index in einem Chart von Michael Silver. Wir sehen, wir hatten hier eine positive Divergenz vor der Rallye, waren da ganz unten, waren ausgebombt. Dann plötzlich dieser massive Spike nach oben, der S&P 500, ja in 8 Handelstagen gute 10% gestiegen. Jetzt sind wir da schon wieder ziemlich an der oberen Spitze angelangt und da war wieder so ein bisschen FOMO erkennbar, so ein bisschen wow. Das Schlimmste ist jetzt vorbei und wahrscheinlich erwischt es diejenigen, die jetzt zu früh sich hier positioniert haben oder auf der Spitze dieser Erholung sich positioniert haben, wird es vielleicht nochmal erwischen. Das steht im Mindesten zu fürchten. Hier sehen wir, dass Put-Demand maßgeblich zurückgegangen ist. Keiner wollte plötzlich mehr Puts haben, alle wollten Calls haben. Aber wenn wir etwa mal bei den Calls, nämlich den Conference Calls, reinhören, etwa von Microsoft, so sagt Fred Hickey hier richtigerweise, das war eine rotten Guidance, eine ganz kaputte Guidance. Und das zeigt sich, dass die Bullen hier offenkundig diesen FOMO denken, diesem FOMO-Gefühl wieder aufgesessen sind und deswegen könnte es jetzt schwierig werden, weil die Leute geglaubt haben, wow, jetzt geht es endlich nach oben, aber das war vom Timing her wahrscheinlich schlecht. Wir sehen, dass das vorwiegend auch ein Short-Squeeze gewesen ist. Wir sehen hier die Most Shorted Stocks und da ging es praktisch den ganzen Tag nach oben, sodass dann etwa der Russell 2,7% zulegen konnte, Nasdaq 2,25% zulegen konnte, schwächster Index gestern der Dow Jones, aber viel Short Squeeze, dazu eben dann Callkäufe, dazu dieser Optimismus, der sich jetzt gezeigt hat. Jetzt sehen wir, dass insgesamt auch die Terminal Rate Expectations etwas runtergegangen sind, also die Vorstellung davon, wo die Spitze, wo der Gipfel der Zinsanhebungen sein wird, wo das Spitzenniveau bei den Zinsen erreicht sein wird. Aber eines zeigt sich auch klar und ich hatte gestern ja gezeigt, dass dieser schwere Rückgang am Immobilienmarkt bei den Preisen den Dollar unter Druck gebracht hat, gezeigt hat, dass die Wirtschaft in den USA ziemlich steil jetzt nach unten gehen wird. Und das wird auch bestätigt letztendlich durch die Zahlen von Google und Microsoft. Und jetzt müssen wir uns ja schlicht auch in Erinnerung rufen, etwa mit Gareth Soloway, dass diese letzten beiden Anhebungen von 0,75% Zinsen in den USA ja noch gar nicht wirklich durchs System gekommen sind. Das kommt erst noch. Jetzt wird die Fed wahrscheinlich Anfang November nochmal 0,75 anheben und damit wahrscheinlich diese Abwärtsdynamik sich dann peu à peu durch das System fressen, dass dann diese Tightening-Politik, diese geldpolitische Straffung dann auch wirklich die Wirtschaft immer stärker belasten wird, spürbar belasten wird. Und hier sehen wir mal Housing, also den Immobiliensektor. Hier sehen wir jetzt, wie schnell es nach unten geht mit dem Hausmarkt. Also praktisch mit Housing Starts, also Baubeginne könnte man sagen, die fallen jetzt etwa so schnell wie 1980 nicht mehr. Hier sehen wir die Monate seit Beginn der ersten Zinsanhebung. Also das geht jetzt zackomat, schlichtweg, weil eben die Hypothekenzinsen gestiegen sind so massiv und weil eben die Fed den schnellsten Zinsanhebungszyklus in History gemacht hat. Deswegen dürfte sich dieser Abschwung am Immobilienmarkt auch schneller entwickeln als im Jahr 1980. Und das bedeutet dann wahrscheinlich nochmal Gegenwind. Hier sehen wir mal den S&P 500 und wir sehen, wir hatten hier eine positive Divergenz, waren ja dann in dem Bereich 3500 Punkte gelaufen, auch wieder ein Chart von Ron Walker hier und sind dann ziemlich stark nach oben gelaufen, sind jetzt am 50-Tages-Durchschnitt genau daran gelaufen und müssen wahrscheinlich erstmal wieder zurück, um nochmal eine positive Divergenz zu bilden. Es gibt jetzt eigentlich nur zwei Fragen von dieser Logik her. Hier sehen wir auch oben im RSI schon sehr weit gelaufen. Kein Wunder, dass wir da einen Rücksetzer sehen. Frage ist nur, sehen wir jetzt ein höheres Tief? Wenn wir also nicht mehr die Tiefs, die wir kürzlich erreicht hatten, etwa beim S&P 500 knapp unter der 3500er Marke unterbieten, sondern schon vorher drehen oder werden wir doch nochmal drunter fallen? Das sind die entscheidenden Fragen, die sich jetzt stellen. Immerhin haben wir jetzt in 8 Tagen 10% zulegen können, haben eben jetzt eben diesen 50-Tages-Durchschnitt genau angelaufen. Das ist dann der optimale Zeitpunkt, eben ein bisschen mal Gewinne rauszunehmen. Viele haben mich gefragt, ja, was ist denn jetzt? Geht's rauf oder geht's runter? Und das sei doch irgendwie unklar, was ich gesagt hatte. Ich hatte aber gestern versucht zu zeigen, dass wir
vielleicht da noch ein bisschen weiter nach oben gehen können, aber das nicht so wirklich dauerhaft ist jetzt in dieser Bewegung, sondern dass wir wahrscheinlich eben dann diese finale Welle sehen, vor der wir jetzt wahrscheinlich stehen, nach unten, bevor dann eben aufgrund der geldpolitischen Verbesserung, die sich für die Aktienmärkte hier ergeben hat, eine Drehung sehen. Wie sich diese geldpolitische Lage verändert, sehen wir derzeit vor allem jetzt auch in der Politik. Wir haben etwa jetzt Demokraten aus dem US-Senat, also von der Regierungspartei, wie etwa Banking Chair Sherrod Brown. Das ist also jemand, der praktisch hier dieses Bankenkomitee leitet innerhalb des Senats. Der Senat in den USA hat ja eine Oberaufsicht auch über die Fed. Dann muss dann Jerome Powell immer wieder antanzen und Fragen beantworten. Und hier sehen wir, dass der Vorsitzende von den Demokraten, Sherrod Brown, wie gesagt, gesagt hat, noch vor zwei Wochen, also ich habe da eigentlich keine Meinung zu den Dingen, die die Fed macht. Jetzt aber hat er einen Brief geschrieben an Jerome Powell und gesagt, hier, mach jetzt mal langsamer, lieber Junge, denn du riskierst hier den Arbeitsmarkt zu zerschießen. Das deutet darauf hin, dass wir schwache Arbeitsmarktdaten bald sehen werden, dass die Demokraten Angst haben jetzt, dass in die Fälle wegschwimmen vor den Zwischenwahlen. Es zeigt, dass also auch der politische Druck auf Jerome Powell und die Fed größer werden. Und es war ja der politische Druck, der diese hawkische Haltung erst ermöglicht hat im November 2021, als Joe Biden Powell gesagt hat, okay, du kriegst eine zweite Amtszeit, aber bring mir die Inflation nach unten. Und das hatte Powell dann auch willig gemacht. Und wenn wir uns jetzt mal diese Situation anschauen, ja, ist das so eine ähnliche Situation wie 2008. Waren ja wahnsinnig unglaublich fast schon die Parallelen zu dem Kursverlauf im Jahr 2008. Aber was wir jetzt gesehen haben, passt nicht mehr in das Muster von 2008. Auch das ist ein Indiz, ein kleines Indiz dafür, dass wir eben nicht solche Kursverläufe sehen wie im Jahr 2008, sondern dass wir hier vielleicht diesen Move nach oben jetzt ein bisschen vorgezogen haben, dann nochmal runterkommen, neues Tief oder nicht neues Tief oder höheres Tief, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall ist dieses Muster jetzt ernsthaft in Gefahr, wenngleich wir von der Saisonalität ja auch jetzt Rückenwind bekommen ab Anfang November, gerade in Zwischenwahljahren. Aber eins muss man auch sagen, hier ist mal unterschieden worden zwischen Bullenmärkten und Bärenmärkten, was die Saisonalität betrifft. Und ja, in Bullenmärkten und in normalen Märkten ist die Saisonalität jetzt außerordentlich gut, während in Bärenmärkten zwar kein weiterer Druck nach unten kommt, aber eben auch die Rallyes sich durchaus im Zaum erhalten. Jetzt ist eben nur die Frage, sind wir noch in einem Bärenmarkt oder verändert sich das geldpolitische Umfeld jetzt so schnell, so stark? Und der monetäre Faktor ist der wichtigste, als dass wir jetzt eben aus diesem Bärenmarkt dann rauskommen könnten. Jetzt kommen viele, viele Notenbankentscheidungen. Heute die Bank of Canada, morgen die EZB, am 28. die Bank of Japan und dann vor allem natürlich am 2. die Fed, am 3. die Bank of England. Wie gesagt, normalerweise Zwischenwahljahre dann sehr, sehr gut saisonal gesehen, aber jetzt eben viel Geldpolitik und das wird wahrscheinlich entscheiden, wie es weitergeht. Die Bank of Japan hat ein Riesenthema, man muss jetzt das QE ausweiten, weil man die Yield Curve Control, also das Deckeln von Renditen, nicht mehr hinbekommt. Wir sehen, dass im Grunde hier ein MMT-Experiment dabei ist zu scheitern und witzig auch, dass ein Mitglied der Bank of Japan gesagt hat, ja, oder auch der Politik gesagt hat, wir haben das mit den Amerikanern abgestimmt, also diese Interventionen am Devisenmarkt, während Janet Yellen offenkundig davon nicht in Kenntnis gesetzt wurde von dieser koordinierten Abstimmung und gesagt hat, ja, wir respektieren, dass die Japaner nichts dazu sagen, ob sie interveniert haben oder nicht. Also man redet hier wunderbar aneinander vorbei, während eben die Bank of Japan praktisch jetzt den Offenbarungseid leisten muss. Und das gilt auch für China, wenn wir uns da mal dem Reich der Mitte zuwenden. Wuhan jetzt, ein zentraler Stadtteil mit 1 Million Einwohner, Lockdown, weil hier Corona-Fälle aufgetreten sind. Dann chinesische Banken mussten den Yuan wieder stützen und gleichzeitig hatte die China Business News gestern zugegeben, dass es am Immobilienmarkt in China wohl eine Revaluation geben muss, also eine Neubewertung geben muss. Faktisch ist das das Eingeständnis, dass die Immobilienblase in China geplatzt ist. Und finde ich sehr interessant, dass das jetzt die Medien aufnehmen. Interessant auch,
dass jetzt mit Holland in Sachen Sanktionen das erste Land so ein bisschen einknickt. Man hat sogenannte Ausnahmeregelungen erlassen, 91 Stück, und zwar für Unternehmen, die besonders betroffen sind durch die Russland-Sanktionen. Die werden also von diesen Russland-Sanktionen ausgenommen. Damit dürfte Holland wahrscheinlich einen Weg gehen, dass man sagt, ja, da, wo es uns selber dann wahnsinnig wehtut, da lassen wir das besser mal sein. Die Deutschen sind da wahrscheinlich anders gelagert. Wir werden sehen, jedenfalls BASF Kasachstan heute. Alleine die Gasmehrkosten 2,2 Milliarden Euro in den ersten 9 Monaten. Mal schauen, wie das weitergeht mit dem Gaspreis. Da sehen wir jedenfalls, dass jetzt der LNG-Preis, also der Flüssiggaspreis in Asien, inzwischen höher ist, das erste Mal seit Juni, als in Europa, sodass jetzt viele Tanker wahrscheinlich dann umsteuern, nicht mehr nach Europa fahren, weil da teilweise die Terminals gar nicht mehr aufnahmebereit sind und man dann dieses Gas teuer auf den Schiffen lagern muss. Dann fahren viele jetzt wieder nach Asien, denn da ist die Nachfrage da. Habeck hat ja gestern den rückläufigen Gaspreis gefeiert, aber Daniel Stelter sagte zu Recht, wir haben zwar die Lager unter hohem finanziellen Einsatz gut gefüllt und haben halt das Glück, dass das Herbstwetter sehr mild ist bisher, aber Rezession und Deindustrialisierung senken eben auch die Nachfrage, deswegen ist die Freude darüber unbegründet. That is absolutely true. Und hier abschließend, meine Damen und Herren, nach 2 Artikelempfehlungen eben zu Gas. Plötzlich ist zu viel Gas da, überraschende Wende in Europas Energiekrise. Man kann sich manche Dinge ja gar nicht ausdenken, so könnte man sagen, surreal sind die teilweise. Hier finden Sie einige Beispiele dazu in diesem ersten Artikel und in dem zweiten Artikel finden Sie eine extrem interessante Beobachtung, warum es gerade und besonders im Oktober gerne zu Crashes kommt, warum im Herbst praktisch jeder Crash stattfindet und nicht zu anderen Zeiten. Das ist mal ein bisschen anders gedacht, ein bisschen assoziativer gedacht, mit hochinteressanten Beobachtungen, wie ich finde. Das möchte ich Ihnen beides dringend ans Herz legen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.